Herzlich willkommen zur TechTide 2021 hier aus der Bar von der Bühne 2. Wir sprechen hier über Selbstbestimmung und digitale Kompetenzen. Mein Name ist Bastian Brunotte. Ich freue mich, dass ich Sie heute durch die Stunde begleiten darf. Und wir starten mit einem kleinen Rückblick auf gestern. Da hat uns unser Wirtschafts- und Digitalminister Dr. Bernd Althusmann relativ viel über die Regionalkonferenzen berichtet, die in den letzten Monaten stattgefunden haben, die in ganz Niedersachsen mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammern durchgeführt wurden. Und ich habe mir jemanden eingeladen, der quasi maßgeblich daran beteiligt war und für uns durchs Land getourt ist. Christian, herzlich willkommen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was würdest du denn sagen? Was ist denn dein Kernlearning aus sechs Regionalkonferenzen? Na, wir haben das jetzt am Dienstag in der letzten Regionalkonferenz nochmal zusammengefasst. Wir haben so viele Inhalte gehabt, das werdet ihr gleich sehen. Wir versuchen das jetzt hier in einer Stunde zusammenzufassen. Insgesamt fassen wir jetzt in einer Stunde, glaube ich, uns insgesamt 20 Stunden Inhalt zusammen. Und wir waren bei Landwirtschaft, wir waren bei Bildung, wir waren bei neuen Arbeitswelten, GEMIMEC 2. Die Kollegen sind jetzt auch schon hier im Zoom-Raum und bereiten sich vor. Ne? Handel, also wir haben hier alles abgedeckt. Für mich aber noch viel spannender war eigentlich die Road to TechTide. Ja? Und wir haben mit zwei Hybridveranstaltungen angefangen und sind nachher dann quasi hier in den virtuellen Formaten gelandet und sind jetzt aber wieder hier zurück im Hybridformat. Learning für mich, für Hybridformate muss man im Auto fahren, da kann man geblitzt werden, ne? Und man kann halt unendlich lange im Stau stehen. Das ist bei virtuellen Formaten, ihr im Publikum lacht hier, ne? Das ist bei virtuellen Formaten einfacher. Ich hoffe, hier ist keiner auf der Anfahrt geblitzt worden. Jetzt machen wir ja seit März 2020 eigentlich nichts anderes als virtuelle und hybride Konferenzen. Was ist denn dein Lieblings? Also würdest du sagen, Hybrid setzt sich durch oder sollte man sich für eins entscheiden? Ja, wenn du mich nach meinem Lieblingsformat fragst, dann fragst du einen Keynote-Speaker. Und der ist am liebsten nicht mit dem Blick zu euch in die Kamera, sondern mit Blick in Richtung des Publikums, weil ich glaube, nur da Emotionen, weil nur da halt auch Kontakt wirklich entstehen kann. Wir selber, meine, du weißt das ja, wir haben ja beide die gleiche Fahne, unter der wir unterwegs sind. Wir leben halt vom virtuellen Geschäft, ne? Und können halt auch hybrid. Und vor zwei Jahren habe ich mit dem Stefan Mohle zusammengestanden, Hybrid ist die Zukunft. Ich muss da in die Kamera gucken. Hybrid ist die Zukunft. Jetzt gucke ich da in die Kamera. Siehst du, das ist halt Hybrid. Ne? Das hat aber ist auch live. Das hat der Henning schon einfacher, der da im Warteraum auf uns wartet. Ne? Nee, aber das ist halt einfach eine Herausforderung. Also hier sind ganz viele Menschen, die sich hier für so ein Produkt auf die Beine stellen. Im Prinzip um uns ist eine Stunde lang dabei zuzuhören. Der Aufwand ist extrem groß. Viele Sachen klappen halt auch nicht. Und ich glaube, es sind alle Leute müde, diese Mischdinger irgendwie auf die Beine zu stellen. Also wir stellen halt stark fest, also auch bei uns, dass das virtuelle Format sich jetzt durchsetzt oder halt wirklich eine On-Site, vor Ort Veranstaltung mit einer vernünftigen Aufzeichnung, sodass sich das Leute im Nachgang angucken können. Aber wie gesagt, das ist halt so, ich glaube, jedermanns Gusto. Auf Gin-Tasting hat keiner mehr Bock, auf virtuelles Kochen hat keiner mehr Bock und lacht alles schön, das ist herrlich. Da kommt so ein bisschen Feedback. Also es wird mal gucken, was das nächste Ding ist. Wir haben ja auch noch diese Gathertown und WonderMe-Dinger, wo Leute halt irgendwie für einen Monat lang Interesse hatten, sich virtuell zu treffen. Also ich glaube, wir sind alle ein bisschen müde. Mein Learning aber jetzt hier raus ist, es kommt auf den Inhalt an und das, wir haben nachher den Tobias Sievert von der IHK aus Lüneburg da. Ich glaube, wenn der Content stimmt, dann ist eine Stunde unheimlich spannend, pickepacke voll und kann dann halt auch zu einem Erfolg werden. Christian, das war unser Stichwort. Wir starten direkt durch. Wir starten mit deinem ersten Gast und es geht um das spannende Thema Landwirtschaft. Ja, wir haben nämlich angefangen in Spelle. Ja, Spelle ist bei Osnabrück. Ich hoffe, das ist jetzt nicht despektierlich. Ja, und da waren wir auf einer hybriden Veranstaltung und ich durfte dort Dr. Henning Müller kennenlernen. Und Henning, das war ja nun wirklich bis unter das Dach voll mit Inhalt. Ich glaube, es waren 3 Stunden lang 10 Referenten in Speed-Pitches, die 4 Minuten zu uns gesprochen haben. Hallo Henning. Ja, hallo erstmal. Dankeschön für die Begrüßung. Ja, es war ein spannendes Format, weil wir die ganze Bandbreite der Agrar- und Ernährungswirtschaft abgefrühstückt haben. Und das ist halt eben ein sehr breites Feld, was wir da begegnet haben. Also da in Spelle im Emsland, sage ich jetzt nochmal, um das genauer zuzuordnen. Das war wirklich eine runde Sache, wie ich fand. Henning, erzähl uns ganz kurz, wer du bist und warum du jetzt hier quasi bei mir in der Sendung bist. Ja, ich bin erster Vorsitzender des Agrotech Valley. Das Agrotech Valley ist ein Zusammenschluss von Landtechnikfirmen
rund um, sage ich mal, Osnabrück im Kern, aber deckt sozusagen Niedersachsen und einen Teil von Nordrhein-Westfalen ab, weil wir da sehr, sehr viele Agrartechnikunternehmen haben. Von natürlich Namen, die wohl bekannt sind, Klaas, Krone, Amazone, Grimme, über auch Kotte, wo ich technischer Leiter bin, zu vielen kleineren Firmen, mittelständischen Unternehmen bis halt auch kleineren Landmaschinenherstellern sozusagen. Also was ich an dem Tag mega interessant fand, war also A, den Begriff Agrotech Valley kennenzulernen. Wir haben jetzt schon erste Inspirationsreisen mit Kunden, die wir in euer Agrotech Valley anstreben. Es gibt so viel zu sehen und das ist irgendwas, was, glaube ich, diese Region, aus der ihr da kommt, auch besonders macht. Das ist mir da halt erstmal das erste Mal wirklich aufgefallen, das Thema Vernetzung untereinander. Magst du dazu ein paar Sachen erzählen? Ja, das Spannende an der Region, wenn man das mal so diese A1-Achse, sagen wir mal, Oldenburg bis Münster runter beschreibt, dann ist es nicht nur, dass da viel Landwirtschaft ist, sondern eben auch viel Landtechnik, viel Agrartechnik, also Innenwirtschaft, Außenwirtschaft und darüber hinaus noch sehr viel Ernährungswirtschaft. Wir haben halt sozusagen in allen Bereichen, wenn man das jetzt mal als Wertschöpfungsnetzwerk, wenn man das Thema Netzwerk bezeichnen kann, in allen Bereichen haben wir sehr starke Player, sowohl in Wirtschaft, da sind es auch oftmals Hidden Champions, Weltmarktführer dabei, bis halt aber auch in den Forschungsbereichen, wenn ich jetzt an die Hochschule Osnabrück, das DFKI, also auch die Uni Osnabrück, das DIL in Quakenbrück für den Bereich Lebensmitteltechnik denke und rund um die Landtechnik, dann Netzwerkstrukturen, zum Beispiel das Kompetenzzentrum ISOBUS, CCI oder auch DKE in Zusammenschluss, wo es um den Datenaustausch zwischen Landmaschinen geht. All das sozusagen in der Region und wir gehören damit sicherlich in der Dichte auch zu den führenden Regionen weltweit, um gerade eben den Wandel, den wir jetzt in der Branche, in der gesamten Agrar- und Ernährungswirtschaft vor uns haben, optimal mitgestalten zu können. Und da ist natürlich das Thema Digitalisierung und KI ganz vorne dabei. Henning, wir haben ja im Anschluss, wir hatten ja nachher dann noch eine kleine Podiumsdiskussion mit dabei, wo es halt im Kern um die Herausforderungen ging. Ich muss ja doch sagen, im Publikum saßen ganz viele Leute von euch. Also wir haben die Konferenz quasi für euch gemacht und nicht für alle Leute in Niedersachsen. Und meine Frage wäre von daher nochmal, was ist da eigentlich diskutiert worden? Also was für Herausforderungen siehst du oder sah auch dieses Gremium da noch? Genau, also wir haben in den Fachvorträgen oder in den einzelnen Pitches sind natürlich die Firmen beispielsweise sehr individuell auf ihre aktuellen Technologien eingegangen und auch die Forschung ist auf den allgemeinen Stand eingegangen. In der Diskussion später haben wir uns auf so ein paar sozusagen drüberliegende Themen verständigt. Das war zum einen das Thema Fachkräfte natürlich, also Digitalisierung in der Bildung und Ausbildung, dass es dauerhaft gestärkt ist. Wir brauchen alle Fachkräfte, aber nicht nur wir als Branche. Sondern natürlich brauchen wir auch eine gut ausgebildete Landwirtschaft, Landwirtinnen und Landwirte. Auch da muss mehr in dem Bildungsbereich noch passieren, dass man das Thema Digitalisierung stärkt. Wir haben uns natürlich über Infrastruktur unterhalten. Das Thema 5G-Breitbandausbau, also nicht nur sozusagen nicht an jeder Milchkanne, sondern genau doch an jeder Milchkanne. Es macht keinen Sinn, Landtechnik zu entwickeln, die diese Technologie nutzt, aber dann nachher nicht überall eingesetzt werden kann. Das funktioniert nur 0 oder 1. Entweder kann ich Technologie nutzen, aber 3 Kilometer weiter, wenn es auf dem nächsten Acker nicht geht, das bringt halt nichts. Dann haben wir uns natürlich über das Thema Mittel, Fördermittel beziehungsweise also auch Technologie mit Mehrwerten zu unterstützen. Da gibt es einfach auch Hürden. Das, was in den letzten Jahren gut begonnen wurde, muss auch so weitergehen. Und natürlich als letzten Punkt die Verlässlichkeit, die Rahmenbedingungen. Wenn Landwirtschaft investiert, dann muss das auch, sage ich mal, eine gewisse Akzeptanz nicht nur über eine Woche fahren, sondern über mehrere Jahre. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, dass wir da auch eine Sicherheit haben. Jetzt hast du da aber ja als Bestandteil der Veranstaltung auch einen Teil inhaltlich beigesteuert. Und wir haben ja gesagt, jeder, der sich jetzt hier bereit erklärt, mit bei uns auf die Bühne zu kommen, der kann auch noch mal ganz kurz einen Abriss geben über das, was er dort gepitcht hat. Die Herausforderung da war ja in 4 Minuten, unheimlich viel Inhalt zu verpacken. Weißt du, was du jetzt hast, Henning? 2. 2, gut, wunderbar. Also, ich habe dann stellvertretend für die Firma Kotte gepitcht, wie wir als kleineres Unternehmen mit 135 beschäftigen uns diesem Thema Digitalisierung und KI. Wir bauen Güllefässer. Jetzt ist ein Güllefass sozusagen nicht sofort für das Thema KI relevant. Und wir eben haben die Herausforderung als kleines Unternehmen, dass wir im Netzwerk arbeiten müssen. Wir haben nicht die Menge an sozusagen Informatikern, KI-Experten, die es dann vielleicht braucht, die der Kunde aber trotzdem von uns erwartet, dass wir solche Themen angehen. Und da nutzen wir halt beispielsweise die Zusammenarbeit eben im Agrotech Valley, im Verband Maschinenanlagenbau, VDMA oder auch im Agrar- und Ernährungsforum, weil wir als Maschinenhersteller Schnittstelle haben zwischen Pflanzenbau einerseits und zwischen eben dann der Innenwirtschaft mit dem Thema Gülle, mit dem Thema Nährstoffe. Und wir müssen sicherstellen, dass die richtige Menge an Nährstoffen
an die richtige Stelle auf dem Feld hinkommt, sodass die Pflanze genau optimal auch wachsen kann. Und dafür brauchen wir digitale Technologien und brauchen auch sozusagen KI-Ansätze. Die können wir uns als kleines Unternehmen aber eben nicht ohne weiteres erschließen, weil wir eben die Fachleute nicht haben. Wir haben aber das tolle Netzwerk in der Region. Okay. Ja, Mensch, das hast du jetzt, also da hast du letztes Mal 4 Minuten Zeit für gehabt. Das ging jetzt ja in knapp 1:30. Wir kommen auch schon langsam zum Ende und machen uns gleich auf den Weg nach Cuxhaven. Möchtest du noch ganz kurz eine Botschaft, nochmal so Learning aus dieser Veranstaltung und vielleicht auch aus den letzten Monaten wiedergeben? Ja, also zunächst mal möchte ich mich bei der IHK Emsland-Osnabrück-Rafschat-Bentheim bedanken, dass sie das alles organisiert haben und dass wir daran auch mitarbeiten können. Natürlich auch nochmal ein Dank an Herrn Staatssekretär Mule und an das MW für das Ganze. Was ich nochmal gemerkt habe, ist, dass wir tatsächlich in Niedersachsen eine richtig tolle Power haben, einfach diese Themen anzugehen. Man weiß viel zu wenig immer von dem, was in diesem Land alles passiert. Und das war nochmal über die Regionalkonferenz nochmal deutlich geworden, was alles sozusagen an Wissen, an Energie auch da ist. Und dafür nochmal vielen Dank. Ja, Mensch, dir vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast. Schade, dass du heute nicht hier sein kannst, sondern über Video zugeschaltet bist. Pass auf dich auf. Wir sehen uns im nächsten Jahr im Agrotech Valley. Meine Empfehlung an alle auch, fahrt da mal hin. Das ist wirklich, man kann da was sehen. Ne? Also Henning, vielen Dank. Und wir schalten weiter quasi zu Basti nach Cuxhaven, denn dort bin ich auch hingefahren. Aber ich darf jetzt eine kurze Pause machen, weil ich heute noch so viel rede. Basti. Sehr gut. Wir verlassen das Agrotech Valley, gehen an die Küste und wollen sprechen über die Regionalkonferenz der IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum. Und ich habe mir auch einen Gast eingeladen, Berend Heinz. Herzlich willkommen hier bei uns auf der Bühne von Brös Media. Richtig? Musst du gleich noch mal was zu erzählen, warum der Firmenname? Ja. Aber wir haben gerade ganz viel gehört über nachhaltige Landwirtschaft. Wir verlassen die Landwirtschaft, wollen aber trotzdem sprechen über regionale Produkte. Worum ging es aber bei der gesamten Regionalkonferenz? Das Thema war Einzelhandel oder Digitalisierung im Einzelhandel. Wie hast du die Veranstaltung wahrgenommen? Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. War eine sehr interessante Veranstaltung. Wir haben einen Vortrag gehört von Professor Heinemann. Da wurde so ein bisschen gezeigt, einfach wie hat sich der Handel entwickelt, wie entwickelt er sich auch und was ist da in der Zukunft auch zu erwarten. Das heißt, es ging sehr viel darum, dass natürlich immer mehr sich auf den Bereich Online irgendwie verlagert und wie man da heutzutage aufgestellt sein muss als Firma, um halt einfach da präsent zu sein beziehungsweise irgendwo auch partizipieren zu können. Und das war ja sehr, sehr interessant, da einfach mitzuerleben, wie unterschiedlich man an das Thema rangehen kann. Also wir bei Brös haben einen eigenen Online-Shop, worüber wir alles abwickeln. Dann war eine Fahrradverkäuferin da, die haben keinen eigenen Online-Shop, sind auf Google präsent und machen darüber online sehr viele Verkäufe. Und Nico hieß er, glaube ich, so personalisierte Bilder verkauft über ihre Internetseite, das ging über einen Konfigurator. Es war einfach sehr interessant, ja, wie viele verschiedene Ansätze man da wählen kann, um irgendwo online auch zu partizipieren. Sorry. Ich durfte Anfang des Jahres eine Veranstaltungsreihe moderieren für Einzelhändler hier in der Region Hannover. Da haben wir uns auch ganz, ganz viele Themen angeguckt, die man machen kann. Ja, und dann irgendwie ist dann schon fast der so, wenn ich jetzt ein kleiner Händler bin, so viel. Ja, wie kriege ich da einen Draht dran? Wo fängt man an? Kam da irgendwie eine Erkenntnis her? Ist eine sehr gute Frage. Also es gibt, ich hätte jetzt gesagt mit Google. Auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall ein paar gute Förderprogramme, um da mal einen Einstieg zu finden. Ich glaube, am Anfang ist wichtig, wenn man so online bisher noch gar nicht präsent war, einfach sich da mal jemanden zu holen, der sich ein bisschen auskennt, der ein bisschen Führung geben kann, der vielleicht ein bisschen lotsen kann, damit man einfach ein bisschen weiß, was überhaupt für Möglichkeiten da sind. Und ich glaube, dann ist extrem wichtig, da nicht zu übereilen und mehrere Sachen irgendwie gleichzeitig anzufangen oder auf mehreren Plattformen direkt zu starten, sondern sich da gezielt eine Plattform beispielsweise rauszusuchen und die vernünftig aufzubauen, weil am Ende des Tages benötigen die auch Pflege, ja, dass sie funktionieren und das ist halt natürlich sehr wichtig, da den nötigen Fokus zu haben, dass das Ganze dann auch wirklich ein Ergebnis bringen kann. Würde ich, glaube ich, so unterschreiben. Lass uns aber ein bisschen über dein Business sprechen. Du warst ja dort als Sprecher auch auf der Regionalkonferenz. Und zwar, weil du in sehr, sehr jungen Jahren schon eine sehr, sehr gute Idee hattest. Magst du uns das einmal
ein bisschen präsentieren. Gerne, ja. Also ich bin jetzt 24 und als ich 12 Jahre alt war, da habe ich mit meinem Bruder zusammen einen Brötchenservice gegründet. Gegründet in Anführungszeichen. Wir sind einfach bei uns im Dorf von Haus zu Haus gezogen und haben Brötchen verkauft, weil wir uns ein bisschen mehr Taschengeld dazu verdienen wollten. Und das haben wir die ganze Jugend über irgendwie weitergemacht. Und 2019 haben wir uns entschieden, das Ding richtig aufzubauen. Ja, die Firma heißt Brös. Brös, weil das der Hofname ist bei uns. Wir kommen vom Bauernhof. Und was wir heute machen mit Brös, ist der Brötchenservice, den gibt es noch, den gibt es am Sonntagmorgen. Und zusätzlich haben wir mittlerweile auch 2000 andere Produkte im Sortiment aus der Region, Lebensmittel, die wir über unseren Online-Shop vertreiben und in der Region verbreiten. Ja. Das heißt, ihr nehmt quasi Menschen, die Produkte herstellen, so ein bisschen diesen Pain ab, sich ins Internet zu begeben, sondern ihr kümmert euch um alles, was mit Internet zu tun hat, und die kümmern sich darum, Lebensmittel herzustellen. Kann man so sagen. Die haben natürlich auch immer noch eigene Sachen, die irgendwo machen. Unsere Aufgabe bei Brös ist es einfach, die Produkte von Produzenten aus der Region bei uns zu bündeln und dann einfach insgesamt verfügbar zu machen. Das heißt, bei uns findet man jetzt keine Cola oder Produkte von Nestle, sondern wirklich gezielt von Produzenten bei uns aus der Region. Genau, und am Ende des Tages kommt es darauf an, bei Lebensmitteln, zumindest das ist unser Verständnis davon, dass man dem Kunden am Ende eine gute Erfahrung bietet und einfach ein gutes Angebot hat. Weil es bringt jetzt nichts, für einen Hof irgendwie einen Online-Shop zu machen und darüber Eier zu verkaufen, ausschließlich, oder Marmelade, weil da kauft niemand ein. Die Leute wollen beim Einkaufen einfach ein großes Sortiment haben, dass sie da wirklich einen Teil von ihrem Wocheneinkauf oder den ganzen Wocheneinkauf drüber abbilden können. Und dafür sind wir angetreten, dass wir da die Produkte aus der Region einfach verbreiten und an den Mann, an die Frau bringen. Das heißt, ich kann mir bei euch von verschiedenen Herstellern Zeug zusammenklickern, ihr bringt mir das nach Hause? Exakt, ja. Tatsächlich sogar mit der Lieferung direkt am nächsten Tag. Oh, ja. Sehr gut. Gefällt mir unheimlich gut. Christian hat eben eine spannende Abschlussfrage gestellt. So, was war das Kernlearning? Was würdest du Menschen jetzt nochmal mitgeben, wenn sie an die Regionalkonferenz in Cuxhaven denken wollen? Ich glaube, ich würde mitgeben, dass wenn, egal wo man jetzt steht, ob man schon irgendwo online präsent ist oder ob man online noch gar nicht präsent ist, dass man da sich einmal bewusst macht, wie sich überhaupt der Markt verändert und dass es da einfach eine große Wichtigkeit gibt, da irgendwo reinzugehen und irgendwo online zu gehen. Und das nicht erst in 3 Jahren, sondern am besten sofort beziehungsweise gestern. Also da wirklich sich mal Zeit für zu nehmen, sich zu überlegen, was ist da der richtige Weg für die eigene Firma, für die eigenen Produkte, und da einfach mal einen Start hinzulegen und wirklich das Thema mit ein bisschen mehr Fokus anzugehen, weil es halt einfach, man kommt nicht drum rum und man sollte damit einfach schleunigst anfangen, ja, wenn man es noch nicht getan hat. Ich verstehe dich aber richtig, wenn ich sage, dass es dir nicht darum geht, den lokalen Einzelhandel abzulösen, sondern online ist eine Ergänzung dazu? Absolut, also definitiv auch der lokale Einzelhandel hat eine Berechtigung, keine Frage. So der Service, den man darüber abbilden kann, den kann man online nicht so easy abbilden, also definitiv eine Ergänzung, ja. Sehr, sehr gut. Berend, vielen Dank, dass du bei uns warst, und wir geben wieder rüber zu Christian. Christian, jetzt geht's an die schweren Themen, nicht wahr? Nee, das war jetzt nicht so das hyperschwere Thema. Bevor das sage, ich muss noch eine Sache zu der Konferenz erzählen, die war ja auch hybrid. Ja, und die hat in einem Fährterminal stattgefunden und die ganze Zeit haben irgendwelche Schiffe draußen angelegt und so waren alle Referenten eigentlich permanent am nach draußen gucken und Schiffe angucken, ne? Und das hat ja im Publikum keiner gesehen, das nochmal zum Thema Hybrid, ne? Weil wir ja alle quasi so dazugeschaltet waren. Du bist mir nicht dazugeschaltet, bei mir ist nämlich jetzt Barbara Möller. Mama, du warst auf der Konferenz der IHK Hannover, nämlich mit dem Titel, warte, das ist ja eigentlich, da ist er, Digitale Arbeitswelt 4.0 New Work. Wer bist denn du eigentlich und warum hast du da gesprochen? Ja, ich bin, ich arbeite bei der MTU Aero Engines oder MTU Maintenance in Hannover, und ich mache da strategische Personal- und Organisationsentwicklung, und ich beschäftige mich mit Projekten, die auf unsere Zukunftsvitalität einzahlen, und habe da zusammen mit dem Christoph Humberg über unseren Ansatz bei der MTU gesprochen. Bevor wir darüber sprechen, du bist ja auch einer also du warst ja schon bei der ersten TechTide mit dabei und hast ja von dem Thema was berichtet. Stimmt. Ne, sogar auf der New Work Bühne bei uns, die wir damals bespielt haben. Bleibt gerne dran, danach machen Florian und ich nämlich noch eine Session, die darauf aufbaut. Lass uns nochmal ganz kurz erstmal auf die Konferenz im Allgemeinen gehen. Wir haben die virtuell gemacht. Wir hatten, glaube ich, mehr als 100 Zuschauer im Publikum. Was hast du so mitgenommen? Was haben wir da gehört? Was hat der Veranstalter, die IHK Hannover, da für Inhalte bereitgestellt? Ja. Also es ging um die Frage von New Work, und dahinter steckt so die Frage,
Frage, wie wir uns heute auf morgen vorbereiten. Und da haben wir verschiedene Hebel, die darauf einzahlen, und damit haben wir uns beschäftigt. Digitalisierung und Work Environment war so der Schwerpunkt. Ne? Und da war zum Beispiel, es war mega spannend, da war zum Beispiel die Professorin Marina Schröder von der Universität Hannover, die das Ganze wissenschaftlich betrachtet und gesagt hat, Führung muss sich verändern und Vertrauen ist mehr denn je wichtig und auch so empower people und dass wir diesen Weg gemeinsam gestalten. Und dann war da noch der Burkhard Remmers von Wilkan und der hat beeindruckend mit Tiefgang reflektiert, wie wichtig der Raum ist und auch wie wichtig die Einrichtung ist und dass das Kultur macht und dass das uns unterstützt, diese neue Welt zu gestalten. Und da ist klar geworden, also dieser Büroraum, der muss neu gestaltet werden nach den Bedürfnissen, die da auf uns zukommen. Und dann war noch Julian Walkieser mit Nachnamen, glaube ich, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, da. Und der, das war auch beeindruckend, der hat die digitalen Möglichkeiten in der im Recruiting dargestellt. Und ich würde mal sagen, das wird da, wie sagt man, von links auf rechts gekrempelt oder andersrum. Auf jeden Fall verändert sich das total. Bevor wir jetzt nochmal auf euren, weil gleich sprechen wir auch noch über den Impuls, den du da gegeben hast. Ich hatte am Anfang mit dem Tim Bauer, der sitzt hier im Publikum, also ich gucke in deine Richtung nicht auf, da gucke ich da hin, hatte ich eine ganze Menge Diskussionen, weil schon wieder so viel Inhalt. Also es war schon wieder voll mit Inhalt, die Veranstaltung. Und dadurch ist fast gar keine Zeit, dass man da ja irgendwie auch mal Luft holen kann zwischendurch. Wir hatten ja auch eine Menge Fragen aus dem Publikum. Magst du vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was so die, also ich fand das ja sehr, also ich fand das ja, also ich darf, ich bin der Moderator, da darf ich ja immer keine Meinung haben, aber ich fand das sehr interessant, wie viele Leute doch dann halt auch Fragen platziert haben, die sich direkt mit den Themen beschäftigt hatten. Ja, genau. Also die Leute haben sich gefragt, was ist es denn eigentlich, womit wir die Welt von morgen da bewegen können. Ne? Und in den Vorträgen ist es eben auch deutlich geworden, das ist sozusagen, es geht nicht um Digitalisierung allein. Das ist, Digitalisierung funktioniert nur, indem man so die Schnittstellenthemen auch mitdenkt. Das heißt, da muss man über den Raum nachdenken. Da muss man über die technische Ausstattung, also wenn wir sowas wie heute hier zum Beispiel machen, das funktioniert nur mit dem richtigen Raum, das funktioniert mit der richtigen Technik, das funktioniert mit der richtigen Software. Und da ist auch eine Frage der Kultur, des Mindsets, ja, also wie sehen wir das, dass wir da an einem Strang ziehen, so. Und darüber, genau, sind wir ins Gespräch gekommen, das war gespannt. Ich kann mich noch gut erinnern, dass nachher Maike Bielfeld, die Geschäftsführerin der IHK Hannover, gesagt hat, dass sie so viel mitgenommen hat, weil sie selber gerade baut. Ja. Ja, dass das halt so viel Impulse war, als ob sie uns alle zu sich eingeladen hat, ja, um Impressionen und Inspirationen zu bekommen. Das war auch für mich mega, mega spannend. Deshalb, also darum bist du ja auch scheinbar ausgewählt worden hier, weil du ja auch selber aber noch Inspiratorin gewesen bist. Magst du die letzten zwei Minuten noch mal ganz kurz zusammenfassen, was du uns da berichtet hast und vor allen Dingen auch vielleicht im Hinblick auf, das ist ja 3 Jahre her, dass du das erste Mal hier aufgetreten bist oder zwei Jahre, oh Gott, die Zeit verfliegt. Ne? Magst du das vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, um was es in deinem Beitrag ging und was die Botschaft war? Ja komm, in 2 Minuten. Also vor 2 Jahren war ich hier und habe über unsere Future Readiness Strategie gesprochen bei der MTU und das ist eben so dieses, da steckt für uns drin, wie bereiten wir uns heute auf morgen vor. Ne? Also es ist so dieses, die Welt um uns verändert sich wahnsinnig schnell und teilweise fundamental und wir müssen lernen, uns darauf immer wieder neu einzurichten. Das heißt, wir müssen lernen, uns immer wieder neu zu erfinden. Das ist total einfach gesagt, das ist mega schwierig, ja, für jeden Einzelnen. Wir sind lauter kleine Ich-AGs mit unserer Prägung. Und der Christoph und ich haben einfach jetzt nach 2 Jahren erzählt, was seitdem bei der MTU passiert ist, weil wir haben natürlich diese Strategie angefangen mit Leben zu füllen. Und wir haben 2 Topfgucker mitgebracht. Wir beschäftigen uns mit Hebeln wie Digitalisierung, Innovationsmanagement, Knowledge Sharing, New Work, Future Work, Work Environment. Und wir haben 2 Topfgucker dabei gehabt. Das eine war, wir bauen ein neues Bürogebäude, 5-stöckig. Und wir werden den kompletten Altbau auch umbauen. Und zwar mit einem Konzept, das sich Multispace nennt. Und das ist für uns die Antwort, dieses Raumkonzept auf die virtuelle Welt. Ganz wichtig, damit diese Zukunft gestaltet werden kann. Und der 2. Topfgucker ist gewesen ein Future Readiness Programm, das wir auf den Weg gebracht haben. Das ist eine virtuelle Plattform, wo wir Experten Bühne bieten, über innovative Ansätze zu sprechen, wo Netzwerke entstehen können und ganz besonders wichtig, wo Mindset entstehen kann. Und davon haben wir erzählt.
Also du kannst das mittlerweile ganz gut zusammenfassen, finde ich. Ne? Also wo man sonst halt auch mal 20 Minuten drüber sprechen kann. Ja, vielen Dank bis hierhin für den Impuls. Vielleicht auch noch mal ganz kurz wirklich ein Dankeschön an die IHK Hannover. Das möchte ich auch. Ich möchte es unterstreichen. Oh, es war eine mega Veranstaltung. Ich habe selbst echt richtig viel mitgenommen und habe mich gefreut, dabei gewesen zu sein. Und ich glaube, dass das, was wir hier machen, absolut genau das Richtige ist, um die Digitalisierung von Niedersachsen voranzubringen. So. Ja, Word. Ne? Wir haben ja keinen Applaus aus dem Publikum. Deshalb, ich meine, ihr könntet ja mal klatschen, damit zumindest ein bisschen der Style rüberkommt. Danke, Barbara. Wir haben eine Kollegin von dir, die Andrea Lübke, nämlich auch in der nächsten Session, die bleibt am besten dran hier. Ich nachher glaub, hier das wird im mega Anschluss. Stadtfilter beschäftigt uns nämlich mit KI. Da werden wir noch ein bisschen rein und vielen Dank bis hierhin. Dankeschön. Und Basti, ja. du schnappst dir das nächste Thema. Ne? Und da sind wir nämlich im Bereich Mobilität unterwegs gewesen. Sind wir mal gucken, wie weit wir denn so mobil sind, dass sich Katrin jetzt hier quasi dazuschaltet. Haben wir Katrin schon da? Katrin ist da. Hallo Katrin. Wir bleiben quasi in der Luft- und Raumfahrt, aber nicht so richtig. Katrin Vierguts, meine sehr verehrten Damen und Herren. Katrin, ich muss das ablesen. Du kommst vom Institut für Verkehrssystemtechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Erzähl uns kurz was über dich. Was machst du dort und woran forscht ihr? Ja, ich bin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Zur Enttäuschung aller kann ich aber direkt sagen, ich habe weder was mit Raketen noch mit Flugzeugen zu tun. Ich beschäftige mich nämlich mit unserer bodengebundenen Mobilität der Zukunft. Ich bezeichne mich gerne als Mobilitätsforscherin, bin also wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Verkehrssystemtechnik und setze mich da unter anderem mit Digitalisierung und Automatisierung von Mobilitätssystemen auseinander. Sehr gut, Katrin. Ich hatte mir auch so ein paar Stichpunkte gemacht. Ja, bei Digitalisierung der Mobilität denkt man ja an viele Dinge. Selbstfahrende Autos, smarte Stromtankstellen, irgendwie Shared Economy, intelligente Ampeln. Waren das die Themen bei eurer Regionalkonferenz? Ja, das geht schon mal in die richtige Richtung. Wir haben drei sehr inspirierende Vorträge gehört, die uns Lösungen aufgezeigt haben für unsere Mobilität der Zukunft. Und ich kann gerne was zu einem oder ich kann von allen Vorträgen ein bisschen was berichten. Was ich sehr spannend fand, war ein Vortrag zum Projekt Nemo. Das lässt sich vom Namen her sehr leicht merken. Wie findet Nemo? Das steht für nachhaltige Erfüllung von Mobilitätsbedürfnissen im ländlichen Raum. Und genau darum geht es auch. Es ist ja so, dass sehr viele Menschen, 50 Millionen Menschen in Deutschland im ländlichen Raum leben, wo man fast eigentlich auf den PKW angewiesen ist. Öffentliche Verkehrsmittel haben dann noch deutlich Nachholbedarf. Und im Projekt Nemo wird eine sogenannte Fahrkreis-App entwickelt, wo in zwei Modellregionen, Wesermarsch und in Oldenburg, diese App getestet werden kann. Da können Privatpersonen über diese Fahrkreis-App ihre eigenen Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Also das heißt, es ist so eine Art private Carsharing-Vermittlung, könnte man fast sagen. Es wurde von der Uni Oldenburg durchgeführt und letztes Jahr 2020 abgeschlossen und geht nächstes Jahr in die zweite Runde. Ich glaube, da kommt noch was sehr Interessantes auf uns zu. Was sind die Kernlearnings, die du mitnimmst, wo du sagst, das sind die drei Sachen, so die muss man einfach auf dem Schirm haben, bevor wir vielleicht gleich nochmal reinschauen, worüber du berichtet hast. Ich glaube, dass wir zukünftig eine deutlich flexiblere Mobilität haben werden, als wir sie jetzt kennen. Insbesondere, wenn wir digitale Systeme und Echtzeitinformationen, Echtzeitsysteme mitnutzen und einbeziehen. Herausforderungen könnten aber noch in den unterschiedlichen Strukturen unserer Wohnorte liegen. Also im ländlichen und im urbanen Raum gibt es ja ganz unterschiedliche Herausforderungen im Bereich der Mobilität und insbesondere die Schnittstelle dazwischen ist, finde ich, wahnsinnig spannend, wenn man an so Pendlerbeziehungen und Ähnliches denkt. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial drin und darüber können wir noch sehr viel diskutieren. Katrin, worüber hast du denn gesprochen? Was war deine große Botschaft? In meinem Vortrag habe ich mögliche Ansätze aufgezeigt zur Verknüpfung zwischen Stadt und Umland.
Und habe die Frage aufgeworfen, ob Digitalisierung und Automatisierung der Mobilität uns dabei helfen könnte, diese unterschiedlichen Herausforderungen in Stadt und Land anzugehen und insbesondere auch die Wechselwirkungen aus beiden. Und als Beispiele habe ich aufgezeigt, dass es intermodale Plattformen geben könnte, wo im Sinne einer Mobility as a Service unterschiedliche Verkehrsmittel vereint sind und digital abgerufen und auch gebucht werden können. Und am besten wäre das noch in Kombination mit Shuttles, die on-demand oder vielleicht auch automatisiert, selbstfahrend diesen Verkehr dann bereitstellen. Und ich glaube, damit könnte man schon einen Ansatz finden, die Herausforderungen in Stadt und Land zu lösen. Also würdest du tatsächlich sagen, ja, die Digitalisierung hilft in Verbindung mit neuen Gedanken zur Mobilität, um das hinzukriegen? Wenn wir das richtig angehen und clevere Mobilitätskonzepte gleichzeitig entwickeln, dann könnte Digitalisierung da einen großen Beitrag leisten, aus meiner Sicht. Wenn du an das Event zurückdenkst, so was braucht es beim nächsten Mal? Wo müssen wir darüber sprechen, wenn wir nochmal über Digitalisierung in der Mobilität sprechen? So, weil wir können ja nicht immer die gleichen Sachen erzählen, sondern wir müssen ja noch weiter gehen, noch weiter nach vorne. Ja, richtig, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass es zukünftig noch wichtiger sein wird, flexiblere Mobilitätssysteme zu denken, und zwar auch intermodal, multimodal. Also das heißt über unterschiedliche Verkehrsmittel hinweg, dass wir nicht nur sagen, es gibt öffentliche Verkehrsmittel, es gibt das Auto, es gibt das Fahrrad, sondern dass wir das eher so als ein Ganzes begreifen, eben im Sinne einer Mobility as a Service, weil es einfach unterschiedliche Nutzungszwecke gibt, zu denen wir unterschiedliche Verkehrsmittel nutzen. Ne? Wenn man was zu transportieren hat, dann ist vielleicht ein Auto das Richtige. In anderen Fällen kann auch das Fahrrad oder Bus und Bahn das Richtige sein. Und ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen stärker begreifen und auch im Hinblick auf digitalisierte Mobilität noch stärker mit einbeziehen. Katrin, ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir wollen auch noch einmal Danke sagen der Oldenburgischen IHK für die Organisation der Veranstaltung. Und Christian, wir bleiben in Niedersachsen. Ja, wir bleiben aber sowas von in Niedersachsen. Wir machen nämlich jetzt hingefahren. Also erstmal auch von meiner Seite aus danke, Katrin, und vor allen Dingen danke, dass ich dich kennenlernen durfte. Wir hatten eine gute Zeit zusammen. Ne? Wir haben uns da eine Menge totgelacht auch in den Warm-ups und wer teilt welchen Bildschirm. Ne? Also auch das sind ja Sachen, die wir nach 2 Jahren immer noch wieder neu lernen müssen, wenn ein Software-Update nämlich kommt. Und wir hatten da diverse Spielereien, die wir da gemacht haben. Die hatten wir in der nächsten Konferenz nämlich nicht. Da sind wir nämlich in Lüneburg gewesen und haben uns mit Digitalisierung der beruflichen Bildung in Niedersachsen beschäftigt. Hallo Live, schön, dass du schon mal mit dabei bist. Das waren 2 Stunden lang Debatte. Ja, da ging die Post ab. Es war so viel Inhalt. Also ich kann das immer nur wieder unterstreichen. Also beim nächsten Mal, wenn du mich fragen würdest, was ich mir wünschen würde, wäre vielleicht nur mal so 10% weniger Inhalt. Ja, einfach damit man auch mal ein bisschen Luft hat. Bei mir ist live Christoph Kleinens von der N21-Initiative. Hallo live. Hallo, guten Tag. Magst du ganz kurz ein bisschen was zu dir erzählen, bevor wir in den Talk einsteigen? Warum bist du hier, klar, in der kleinen Sendung? Na klar, ich komme von N21, die Landesinitiative, ursprünglich mal gegründet vom Kultusministerium, und wir machen ganz spannende Projekte hier in Niedersachsen, und mein Projekt ist das Projekt Distanzlernen, hauptsächlich für den berufsbildenden Bereich. Aber bei N21 laufen auch noch andere Projekte, ein Robotikprojekt, 3D-Druck beispielsweise, oder die Niedersächsische Bildungscloud ist auch dort sozusagen geboren worden, wenn man so möchte. Genau, das ist so meine Funktion bei N21, und parallel bin ich auch noch Lehrkraft hier in Niedersachsen, gleich nebenan bei euch praktisch, nämlich in der Multimedia-Berufsbildungsschule an der Expo Plaza. Du hast da ja selber einen Vortrag gehalten, aber lass uns noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, nämlich mal so den Gesamtüberblick. Es gab ja 2 Impulse, nicht nur von euch, sondern es gab auch noch einen 2. Impuls und danach dann eine emotionale Podiumsdiskussion. Ja, ich fasse das mal so kurz zusammen für alle, die nicht dabei gewesen sind. Magst du ganz kurz in 2 Minuten mal zusammenfassen, was in diesen 2 Stunden so passiert ist? Ja, ich gebe mir immer Mühe. Ja, also der erste Impulsvortrag, der kam von Herrn Hölzchen, und der ist Berufsschulrektor an der BBS in Holzminden, und die haben da ein ganz spannendes Projekt im Bereich Augmented Reality an den Start gebracht. Und zwar haben sie dort gemeinsam mit der benachbarten HAWK ja ein virtuelles Lernsetting entwickelt im Bereich AXAR. Das heißt tatsächlich so, also wer das googeln möchte, AXAR in Verbindung mit BBS Holzminden wird das finden. Und dort haben Berufsbildende
sehende Schüler in, ja, mithilfe von VR-Brillen die Möglichkeit, eine LKW-Achse praktisch virtuell zu reparieren, beispielsweise einzelne Teile auszutauschen. Und davon hat er berichtet und war sehr eindrucksvoll, wie das auch angenommen wurde von seitens der Lehrkräfte, die beteiligt waren. Auch die Kooperation mit den HAWK war ganz hervorragend, hat er zumindest geschildert. Und die Schüler waren halt auch begeistert. Ne? Unternehmen fanden das natürlich auch klasse, weil dadurch natürlich auch Fachkräfte gerade im Bereich Holzminden auch möglicherweise vor Ort gehalten werden können. Und es war ein ganz spannender Einblick, wie das dort umgesetzt wurde. Und der weitere Bereich, das war eigentlich so ein Thema aus meinem Schwerpunkt. Wir haben aus unserem Projekt berichtet, wie wir hier 25 Projektschulen in Niedersachsen, schon vor Corona haben wir damit angefangen, geholfen haben, sich zu digitalisieren. Und da ging es vornehmlich darum, dass sie Unterricht auf Distanzen durchführen können, beispielsweise auch Mobilitäten reduzieren können. Das geht hier gerade bei berufsbildenden Schülern, die sehr, sehr weite Fahrwege haben. Und davon haben wir berichtet. Ne? Und jetzt sind die ersten Ergebnisse sichtbar gewesen, haben dann von Kooperationen berichtet, von berufsbildenden Schulen im Bereich E-Commerce, die ein sehr junger Beruf, die zum Teil sehr wenig Schüler nur haben. Und bevor dann einzelne Standorte irgendwie dicht gemacht werden müssen, haben dann zum Beispiel die berufsbildende Schule in Hildesheim und Wilhelmshaven sich zusammengeschlossen und bilden jetzt praktisch virtuell eine Klasse. Und das unterstützen wir natürlich auch, indem wir die Lehrkräfte entsprechend fortbilden, was das Thema Blended Learning angeht, aber natürlich auch finanziell, dass die Technik, die dafür benötigt wird, vorhanden ist. Und da haben wir noch weitere Bereiche gehabt, auch im Bereich Kfz, Mechatronik, Hochvolttechnik, auch ein junger Beruf, Stichwort Elektroauto. Dort brauchen wir auch viele Fachkräfte, die natürlich dann auch in den Regionen bleiben sollen, beispielsweise im Emsland, wie wir es gehört haben, oder oben an der Nordseeküste. Und häufig ist das ein Hinderungsgrund, wenn die Schüler sehr, sehr weit zur Berufsschulen fahren müssen. Und so können wir mithilfe unseres Projektes zumindest dazu beitragen, dass einige Schüler hoffentlich vor Ort bleiben. Und da sitzen, haben wir angesetzt in diesem Bereich. Und dann kam es zur Diskussion, emotional durchaus, ja. Naja, ich sag mal so, wir hatten ja Vertreter des Kultusministeriums, eine Vertreterin des Kultusministeriums mit dabei, auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Wir hatten irgendwie, das waren nur noch so Statements, die da abgelassen werden konnten. Und danach entstand ja dann im Prinzip etwas, was ich so wahrgenommen habe, auch als konkrete Forderung an das Kultusministerium. Ne? Also das ist ja, da sind ja schon ein paar Sachen rausgestanden. Ich fand es eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Ich bin ja Moderator, ich darf ja nur Fragen stellen. Ich habe ja an dem Tag selber das Problem gehabt, als Vater irgendwie wollte ich mich da auch noch einmischen, aber ich habe ja nur zugehört, was ihr da vorgestellt habt. Was glaubst du, was ist so das Learning aus dieser Veranstaltung? Ich glaube, das Learning ist ganz, ganz klar gewesen, weil ja viele Vertreter aus Unternehmen hatten, dass es hier jetzt ein bisschen mehr Verständnis, glaube ich, auf beiden Seiten gab, warum einige Prozesse in Schule so lange dauern, wie sie dauern. Da wurden Prozesse angesprochen, warum dauern Prozesse so lange, um Fördergelder abzurufen, weil da Schulen mit Schulträgern, Unternehmen und auch Ministerien zusammenarbeiten müssen, bis dann endlich mal was entschieden ist. Das dauert sehr, sehr lange. Und dann haben wir festgestellt, dass es häufig noch im Detail dann viele Probleme gibt. Also, dass dann Lehrkräfte beispielsweise, das war ein Beispiel, digitale Endgeräte zur Verfügung gestellt bekommen, aber sie dürfen das selber beispielsweise nicht hosten. Also Stichwort MDM, Mobile Device Management. Sie müssen dann wieder einen langen Umweg in Kauf nehmen, damit die Geräte die Apps drauf bekommen, die sie sozusagen benötigen für den Unterricht. Und das sind so Hürden, glaube ich, die dann mal deutlich wurden, die allen anderen Beteiligten gar nicht so bewusst waren, um einfach nur mal zwei zu nennen. Das ist schwierig. Und dann, glaube ich, ist auch was passiert, was ich ganz gut fand, dass durchaus da auch appelliert wurde auch an alle Beteiligten, dass man die Lehrkräfte, die wirklich Vollgas geben in dem Bereich, stärken sollte, dass man sie ansprechen sollte, dass man da wirklich auch als Unternehmen, wenn man das tun möchte, direkt den Draht zu den Schulleitungen suchen sollte und dass man natürlich auch hartnäckig bleiben sollte, weil solche Prozesse dauern einfach nur mal ewig lange. Und ein weiterer Aspekt, der noch ganz wichtig herauskam, wo es dann auch großes Erstaunen gab, dass nicht jede berufsbildende Schule beispielsweise in Niedersachsen mit einem Netzwerkadministrator beispielsweise ausgestattet ist, sondern dass es häufig Leute sind, die bei der Region oder bei der Stadt im Landkreis arbeiten, die dann gleich 5, 6, 7 Schulen gleichzeitig betreuen und dass dann natürlich das ein Hinderungsgrund ist, entsprechend die Technik in den Schulen einzusetzen. Aber auch, wir sind auf einem guten Weg, das haben wir auch festgestellt, durch diese Vernetzung, die ich gerade angesprochen habe, haben wir auf jeden Fall gute Beispiele, wo andere Schulen, glaube ich, anknüpfen können und sich was abgucken können. Bevor wir Danke an die IHK sagen für die Organisation, vielleicht nochmal, ich glaube, Basti, ich klaue das Format mal bei dir, ich fand die Frage eben ganz gut. Wenn wir uns jetzt nächstes Jahr wieder zu der Regionalkonferenz treffen würden live, ne? Was glaubst du im Thema Bildung? Was würden so die zwei Vorträge sein, die wir uns dann da anschauen, so als Fortschritte?
Also ich glaube schon, dass das Thema Kooperation in Form von Blended Learning ein deutlich wichtiges Thema geworden ist, wo auch nicht nur berufsbildende Schulen, sondern auch allgemeinbildende Schulen sich ein bisschen was abgucken können. Das, glaube ich, könnte so ein wichtiges Thema sein. Und denke auch, so digitalisierte Unterrichtsinhalte, das wird nochmal mit großen Schritten vorangetrieben werden. Das sind wichtige Themen. Und was wir nie vergessen werden, so ein Thema wie Datenschutz, das wird, denke ich, auch nochmal ein ganz wichtiges Thema werden, weil immer mehr Leute sich auch im schulischen Umfeld damit beschäftigen müssen. Live, vielen Dank. Auch ein Dankeschön an die IHK Lüneburg für die tolle Organisation. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe total viel gelernt, ja, und ich muss auch, wie gesagt, ich kann das nur unterstreichen, musste mich emotional in ein, zwei Momenten wirklich zurücknehmen, weil es halt, also wenn wir über solche Sachen diskutiert haben und dann das Endgeräte-Thema aufgekommen ist, da muss man schon, da sitzt du da schon daneben und klopfst dir halt auch mal zwischendurch gegen den Kopf. Live. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und Basti, die nächste Veranstaltung, der Bob, ich habe die bewusst den zugeschoben, weil wir haben am Ende jeder dieser Regionalkonferenzen darauf hingewiesen, dass am Dienstag, den 30.11. so richtig heißer Kram kommt, nämlich aus Niedersachsen, nämlich GemiMac 2 oder GemiMac 2. Und das können die beiden dir, glaube ich, am besten selber nochmal erklären, was sie da nämlich vorgestellt haben. Deine Bühne, Basti. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank. Wir wollen tatsächlich sprechen über das Thema der Regionalkonferenz GemiMac 2. Erfahren Sie mehr zur Zukunft der dynamischen Kalibrierung. Ja, da bin ich jetzt erstmal relativ, ja, ich sag mal, unbedarft, was das Thema angeht. Deshalb haben wir spannende Gesprächspartner. Und zwar Professor Dr. Siegfried Hackel von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, PTE. Das kennen vielleicht manche Leute aus dem Computer, so von den. Basti? Ja. Warte mal, wir kriegen Zeichen aus der Regie. Warte, was habt ihr denn? Sprechstuhl, wirst du eine Live-Sendung, kein Problem. Herr Hackel ist da? Oh, das ist super. Okay, aber dann fangen wir mit Herrn Hackel an. Der gibt Vollgas. Oder Siegfried, auf geht's. Ja. Macht genauso weiter wie am Dienstag. Naja, das Problem ist, wir möchten gerne Folien zeigen und das funktioniert nicht so ganz. Aber Siegfried, bis wir das raus haben, können wir vielleicht einmal hören, was GemiMac ist? Ja, ich will es mal versuchen, das so jetzt ohne Folien zu malen. GemiMac ist ein Kunstwort. Das heißt Gemini für Zwillinge, digitale Zwillinge, Metrology Global. Und das ist genauso ein Avatar, wie das bei ABBA jetzt ist. Ne? Also man kann GemiMac vorwärts und rückwärts lesen. Und irgendwie hat uns das ABBA auch ein bisschen geklaut, beziehungsweise wir haben es von denen geklaut. Um was geht es denn da eigentlich? Es geht dabei um digitale Kalibrierzertifikate. Ja, und das ist etwas, was wirklich eigentlich jeden berührt. Er hat das nur noch nicht richtig mitgekriegt, weil es gibt jede Menge Kalibrierungen, die stattfinden pro Jahr. Allein in Deutschland sind es mehrere Millionen. Und jetzt hätten wir eigentlich ganz gern ein paar Folien gezeigt, aber wir kriegen das vielleicht ja noch hin. Und dieser Zusammenhang ist halt der, dass diese Kalibrierungen momentan immer noch auf Papier stattfinden. Obwohl das natürlich ein Riesenhemmschuh ist, weil wenn man das Ganze digital hat, kann man extrem viel mehr Qualität erreichen. Und Qualität ist ja besonders wichtig. Und zusätzlich kann man auch nicht nur Qualität erreichen, sondern man kann auch insbesondere Ressourcen einsparen. Und durch dieses Ressourceneinsparen kann man zum Beispiel ganz stark auch CO2 reduzieren. Das ist aber nicht nur ein Thema für Deutschland, sondern für die gesamte Welt. Und wir sind halt jetzt dabei und kurz vor dem ersten Live-Event, wenn Sie so wollen, dass wir diese digitalen Kalibrierzertifikate denn jetzt in die Welt tragen. Warum ist das so wichtig für die Welt? Nun, es gibt zum Beispiel einen Automobilhersteller in Niedersachsen, der nicht gerade so klein ist. Und der ist nicht nur in Niedersachsen, sondern der ist zum Beispiel auch in Hessen. Und der ist nicht nur in Niedersachsen und in Hessen, sondern der ist auch in Tschechien, der ist auch in China und der ist auch in Mexiko. Und damit diese Fertigung von diesen Geräten auch so funktioniert, dass das alles ineinander passt, da sieht man sofort, dass man sich natürlich über die entsprechenden Maße und Gewichte einigen muss. Das heißt, muss so sein, dass dort überall die gleichen Längen zum Beispiel gelten. Sonst passt da überhaupt nichts ineinander. Herr Altusmann hatte da so ein Beispiel gebracht von einem Haus, was mit unterschiedlichen Laserentfernungsmessern gebaut wurde. Ja, und die waren nicht kalibriert. Und dann ist das Haus krumm und schief und die Anschlussleitungen passen nicht mehr. Und in so einem Haus, meinte er, möchte er nicht wohnen. Und ich glaube, keiner von uns möchte in so einem Haus wohnen.
Und diese Dinge jetzt voranzubringen, insbesondere zu digitalisieren, ist ein, wenn ein Physiker Quantensprung sagt, ist das ein bisschen komisch, weil ein Quant ist was ganz Kleines, aber es ist ein Riesenschritt in die richtige Richtung, nämlich in die Richtung Industrie 4.0, IIoT, so dass wir mit Hilfe dieser Möglichkeiten überhaupt erst in die Lage versetzt werden, wirklich Industrie 4.0 zu machen. Und das ist eine wirkliche, echte industrielle Revolution. Ich möchte da mal so ein Beispiel nennen, wie wichtig sowas ist, solche Sachen mitzunehmen. Das sage ich jetzt noch. Wenn ihr keine Folien zeigt, dann muss ich das so sagen. Okay. Denkt bitte dran, die Firma Kodak war ein Weltunternehmen. Die haben damals, wenn ich das mal so sagen darf, den Schuss nicht gehört und haben einfach gedacht, ach, das digitale Kram, das wird uns nie einholen. Die Firma Kodak gibt es nicht mehr. Und wir stehen jetzt vor dem gleichen Wandel. Over. Siegfried, ich habe noch eine Frage. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass wir hier jetzt nicht mehr über ein akademisches Thema reden, sondern ihr seid quasi ready to rumble, richtig? Wir sind voll, aber sowas von ready to rumble. Man sieht hier ja mal so ein bisschen was von dieser Kalibrierpyramide, wenn du die vielleicht nochmal einblenden kannst und dass die anderen die auch sehen. Da sieht man, dass es wirklich sehr, sehr viele Kalibrierungen gibt. Wenn du jetzt mal das nächste Bild zeigst, dann sieht man nämlich das Problem, dass alles ist papierbasiert. Und jetzt bitte das nächste Bild. Dann sieht man nämlich, dass das Ganze nicht nur etwas ist, was in Deutschland wichtig ist, sondern es ist weltweit wichtig. Und dass das Ganze weltweit wichtig ist, also und damit Milliarden von solchen Abgleichen pro Jahr stattfinden und das Ganze papierbasiert, da kann man sich vorstellen, wenn ich das digitalisiere, dann bekomme ich einen Riesenschub im Bereich der Qualität. Und natürlich auch, was die Ressourceneinsparung anbelangt. Und ich denke, jetzt könnte wunderbar Lars Arendt noch weiter was erzählen, wenn er irgendwie live hier reinkommen könnte. Ja, ich weiß nicht, kann man mich hören? Ja, wir hören dich, Lars. Kann man mich übertragen? Man kann dich hören. Jo. Okay, dann erzähle ich mal weiter zum digitalen Standard. Auch wir als Perschmann Calibration, als Kalibrierdienstleister setzen uns damit auseinander. Und ich würde gerne einmal erklären, was das in der Praxis bedeutet. Wir sehen also ein Messmittel, ein digitales Messmittel, das wird zum Beispiel bei uns kalibriert. Wir stellen also fest, wie die Abweichung dieses Messgerätes tatsächlich ist. Das Ganze dokumentieren wir heute in einem Kalibrierschein. Davon produzieren wir einige hunderttausend Stück pro Jahr. Und die Aufgabe ist es nun von demjenigen, der dieses Messgerät genau einsetzen möchte, die Abweichungswerte zu interpretieren und festzustellen, wie genau das Gerät ist und diese Korrekturwerte in ein System einzugeben, damit am Ende die Uhr weiß, wenn sie misst, ob sie richtig misst oder nicht. Und diese Uhr sieht man hier zum Beispiel dann eingebaut in die Fertigung. Und jetzt kommt GemiMac 2 und macht dies. Es verkürzt den Weg. Von der Kalibrierung werden die Daten direkt bei digitalen Geräten dann die Korrekturwerte in die Geräte eingespiegelt. Man spart dadurch Medienbrüche, Lesefehler, Manipulation, Tippfehler, Zeitverzug und so weiter. Also eine enorme Beschleunigung im Bereich Geschwindigkeit, Effizienz und Sicherheit. Lars? Das macht GemiMac, ja. Wir müssen leider schon zum Ende kommen. Gib uns noch mal so einen letzten Schwung mit. Warum ist das so großartig, was ihr tut? Das ist so großartig, weil diese neue Standardisierung erlaubt, dass Kunden natürlich ihre Prozesse optimieren, aber vor allen Dingen öffnet es das auch das Tor für ganz neue Messtechnik, für neue Software und für Dienstleistungen. Also wir können hier auch mit diesem neuen Standard, der weltweit ausgerollt werden soll, die Möglichkeit bieten, mit neuen Dienstleistungen, Produkten und Software an den Markt zu gehen und tatsächlich die Welt ein bisschen besser zu machen. Denn bessere Qualität führt in der Regel immer zu mehr Nachhaltigkeit. Und das ist ja gerade ein ganz zentrales Thema. Und mein letzter Appell, wenn das noch möglich ist, machen okay. Sie mit. Das ist ein Projekt, das lebt davon, dass viele mitmachen. Und Siegfried Hackel steht da als Ansprechpartner auf jeden Fall zur Verfügung. Sehr gut. Siegfried Hackel, Lars Arendt, ganz herzlichen Dank, dass ihr beide mitgemacht habt. Trotz der technischen Schwierigkeiten haben wir das, glaube ich, sehr, sehr gut hingekriegt. Ihr seht, ich habe mittlerweile auch ein Mikrofon bekommen und kein Headset mehr. Also das Headset habe ich trotzdem noch. Aber Christian,
das Thema bessere Welt wollen wir auch mit den Regionalkonferenzen hinkriegen. Ja, ja, ich muss das nochmal ganz, ihr habt das, glaube ich, eben gemerkt, da brennt ein Feuerwerk ab. Ne? Und die Empfehlung immer noch, wir hatten das in der Regionalkonferenz nämlich auch am Ende, was kann man denn eigentlich für das Projekt tun? Dann ist es definitiv, sich daran beteiligen, darüber informieren, damit wir mehr Öffentlichkeit auch fürs PTB in Braunschweig erzeugen. Also dann mal drauf gucken auf die Website. Das wird es jetzt, glaube ich, hier bei LinkedIn so noch ein bisschen geben. Also immer drauf. Immer drauf, ne? Immer drauf. Na, Tobias? Na, Christian? Bei mir ist Tobias Sievert von der IHK Lüneburg. Wir beide haben uns, keine Ahnung, das war schon im Februar, damit beschäftigt, wie gestalten wir das Ganze? Und ja, du bist seitens IHK der Treiber gewesen. Bist du zufrieden mit dem, was du jetzt so gehört hast? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben eine tolle Veranstaltungsreihe hinter uns gebracht. Alle niedersächsischen Kammern haben mitgemacht. Und ich glaube, der Dank gehört erstmal den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, in unseren Schwesterhäusern, aber natürlich auch dem Wirtschaftsministerium um Stefan Mude und Christina Blume für diese Kooperation, die wir da zustande bekommen haben. Dir natürlich auch als Moderator der Veranstaltungen. Ich glaube, wir haben ja zwei Dinge geschafft. Wir haben es erstens geschafft, dass wir die Tech-Tide, die heute hier in Hannover stattfindet und eben vor den Bildschirmen, aber wir haben es geschafft, sie in die Regionen zu tragen. Wir haben die Termine vor Ort gehabt, wir haben verschiedene Themen besetzen können und wir haben es geschafft, diesen Impuls auch in die Regionen zu bringen und da ja, Aufmerksamkeit zu schaffen. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist in allen Regionalkonferenzen durchgekommen, an wie vielen Stellen Niedersachsen einfach schon richtig gut aufgestellt ist und teilweise sogar digital führend. Wenn wir jetzt mal darauf schauen und auf die Zuschauerzahl gucken bei der Qualität der Inhalte, ne, da haben wir beide auch leidenschaftlich diskutiert darüber. Wie müssten wir gucken, dass wir nächstes Jahr noch mehr Menschen da reinbekommen? Weil ich glaube, dass die Regionalität, also regionalitätsspendende IHKs, ja, mit Inhalten, die von euch vorbereitet werden, aber mit Inhalten, die haben wir bei Accotech Valley ja vorhin gesehen, die eigentlich ja für alles da ist. Ja. Ja, wie kriegen wir das hin? Ja, ich glaube, wir haben es ja auf alle Fälle in diesem Jahr schon mal hinbekommen, dass wir das Thema insgesamt ausgebreitet haben. Wir sind 2020 gestartet mit 3 Regionalkonferenzen. Dieses Jahr hatten wir nun alle niedersächsischen Kammern mit dabei. Und sicherlich ist es so, dass wir gemeinsam es hinbekommen, diese Tech-Tide ja auch immer größer zu machen und das natürlich dann auch in die Kammerwelt zu tragen und dann eben auch entsprechend gegenseitig Werbung für die verschiedenen Themen und für die verschiedenen Veranstaltungen zu machen, damit wir es hinbekommen, dass die Tech-Tide-Regionalkonferenzen eben nicht nur regional wirken, sondern natürlich dann auch niedersachsenweit. Du warst ja bei jeder Konferenz irgendwie hinten im Raum versteckt immer mit dabei, ja, und hast ja innerlich auch mitgefiebert. 3 Highlights. Was sind deine 3 Highlights? Ach, ich glaube, man kann anfangen mit der Konferenz in Osnabrück beispielsweise, wo ich glaube, in der Bevölkerung häufig noch so das Denken vorherrscht, ja, Landwirtschaft, das ist irgendwie von althergebracht, man weiß nicht. Ich glaube, Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft ist ganz vorne mit dabei, was das Thema Digitalisierung angeht und schafft es eben auch durch digitale Anwendungen Ressourcen zu sparen und die Umwelt und das Klima zu schonen. Und ich glaube, ja, dann ging es im Prinzip ja von einem Thema ins andere dann auch weiter. Über das Thema Handel, über das Thema Mobilität. Wie kriegen wir es hin, verschiedene Mobilitätsbedürfnisse in Stadt und Land digital zu verbessern mit Angeboten, gemeinsam Angeboten, die digitalisiert abrufbar sind. Und am Ende des Tages dann das Thema, ja, Kalibrierung oder berufliche Bildung. Also eigentlich kann man gar nicht sagen 3 Highlights, sondern jedes Thema an sich hatte irgendwo seinen Wert und hat gezeigt, ja, was eigentlich schon Gutes funktioniert. Mehr müssen wir eigentlich fast gar nicht hinzufügen, oder? Ja, wir freuen uns sicherlich auf das nächste Jahr und heute auf eine tolle Tech-Tide. Ja, also schaut euch im Programm um, ne? Und dann geht das Ganze halt weiter. Du, wir beide sind soweit durch. Wir planen einfach mal für nächstes Jahr schon mal ein bisschen, genau, los, ne? Also wenn ihr noch Themen habt, meldet euch gerne bei uns. Basti, du machst die Abmoderation, weil ich muss darf ja hier ich? Gleich weitermachen. Oder du darf hast noch ich nächstes Mal mitmachen? Er darf nächstes Mal mitfahren. Basti darf nächstes Mal mitfahren. Großartig. Du wärst ja eigentlich auch in Borkum gewesen, ne? Oder auf Borkum gewesen. Das hat leider nicht stattgefunden, aber Abmoderation und ihr im Publikum, bleibt gerne, keine Ahnung, wie das nachher im Stream geht, hier auf der Bühne, weil Florian ist auch schon da. Wir bereiten nämlich jetzt hier gleich die nächste Session vor. Zur Arbeit geht in Zukunft nur noch die KI. Böse Computersachen wieder. Also wir sagen ganz herzlich Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Wir sagen nochmal ganz herzlich Dankeschön an alle IHKs, die so fleißig mitgewirkt haben, an das Ministerium und Christian, auch an dich, oh ja, dass danke. Du da warst. Ja, und an gerne. Unsere Gäste von heute, Barbara Möller und Behrend, vielen Dank, dass ihr heute uns eure Zeit geschenkt habt. Und ja, wir sagen bis bald, bis nächstes Jahr, hoffentlich.